Ja, weil ist halt wichtig, dass die Türme dann immer so instand gesetzt werden, ne? Gut, jetzt mal nochmal in die Belagerungswerkstatt und mal schauen. Verteidigung, zack. Wird das denn jetzt noch hinhauen? Ja, dann würde ich erstmal 5 davon machen. Dann haben wir so gut wie keine Rohstoffe mehr hier drin. Wie sieht es hiermit aus? Können wir nicht? Ach doch, warte mal, 3 Stück können wir machen. Das werden wir tun. Und dann werden wir uns erstmal ein bisschen Stuff hier hochschicken in unsere Burg. Da kommt gerade was. Ich weiß nicht von wem. Ich kriege hier ständig irgendwas geschickt. Vielen Dank dafür. Aber denkt dran, wenn ihr selbst nicht so viel habt, dann behaltet euer Zeug, ja? Weil ich kann mich ganz gut selbst versorgen. So, 1 Stunde 15 ist unser Zeug da. Natürlich wäre es schneller so, aber da ich sowieso gleich noch ein paar andere Sachen vorhab und den Rest des Tages auf einem 90. Geburtstag verbringe, da freue ich mich schon richtig drauf, haben wir Zeit, das ohne Geld zu schicken. So, 1:31. Gut, dann hätten wir das auch erstmal. Ihr seht also, die Nomadenlager sind immer noch da. Ich habe mich dem jetzt abgewandt, weil, ja, ist. Wir haben jetzt, letztes Mal wollten wir den Weinbrunnen haben, den haben wir gekriegt. Jetzt könnten wir uns den zweiten holen. Also für mich reicht's. Von dem Rest holen wir uns dann auf jeden Fall ein bisschen paar Münzen. Wir müssen ja für die Kelchpunkte auch noch 50.000 Münzen haben, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich habe schon wieder eine Nachricht, ich kann mir vorstellen, von wem. So. Gehen wir einmal durch. Gehen wir mal in die eisige Leilani und schauen mal, was hier abgeht. So. Oh. Okay, langsam aber sicher. Ah, ne, das ist unser eigenes, also sind hier keine dazugekommen. Schauen wir mal hier runter. Okay, langsam füllt sich's hier. Also auch wir werden dann ja immer weiterlaufen müssen. Wer ist das denn? Ritter Fabium. Hat keine Allianz. Ehre 300, können wir da nicht mal was abbauen oder was? Ne. Können wir nicht. Ja, da muss natürlich dann Minus stehen, ne? Steht überall. Oh, das ist natürlich blöd. Aber ich verstehe das nicht. Burg Franzi, Franzi Power. Ich habe so viel Ehre. Guckt euch das mal an. 1191. Und wenn der hier auf 0 steht, dann steht hier nicht Minus. Oder haben die das wieder geändert oder so? In diesem Kampf könnt ihr keine Ruhmpunkte bekommen. Ja, ich weiß nicht. Ich muss da mal mich mal wieder durchlesen, ob die das irgendwie geändert haben hier. Was ist mit ihm? 150. Ich glaube, ich schicke da mal einfach ein paar Abwehrsoldaten hin. Habe ich gerade nicht. Doch, warte mal. Ne, habe ich hier nicht gerade. Ja, die habe ich natürlich jetzt rekrutiert, damit ich die Möglichkeit habe, hier Dörfer einzunehmen, ne? Obwohl die auch total schwachsinnig sind und die auch, weil für Dörfer einnehmen brauchst du die hier nur. Weil da ja nur Bauern drin sind, ne? Ja, als nächstes wäre natürlich cool, wenn hier so in die Ecke ein paar Dörfer kommen würden, weil da hätten wir auf jeden Fall noch die Möglichkeit. Moment, Epic Leilani. 3 Nahrungsdörfer haben wir mittlerweile. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal gezeigt habe. 3 Nahrungsdörfer heißt auf jeden Fall, dass wir extrem gut in der Nahrungsproduktion jetzt mittlerweile sind für unser Level. Ich bin natürlich jetzt erstmal die Farmhäuser hier am Hochbauen. Werde ich jetzt auch das eine noch machen hier auf Stufe 4. Zack. So. Ich weiß, die Türme und so müsste ich jetzt erst, aber jetzt möchte ich erstmal ein bisschen Nahrung produzieren. Ich habe jetzt 202,5 pro Stunde mehr. Da können wir rekrutieren, dann werden wir mal ein bisschen für unsere Abwehr tun. Ja, viel können wir da ja im Moment nicht. Da muss ich erstmal hier die Kaserne hochbauen. Aber die kleinen sind auch erstmal gar nicht schlecht. Die kosten erstens nicht so viel und zweitens können wir dann damit Ehre abbauen. Das mache ich ganz gerne im Eis, meine Ehre abbauen, weil da sind wirklich auch dann Burgherren, die, also. Man hat ja immer unmittelbar im Grünen, da kennt man ja die Leute schon. Im Eis würfelt sich das natürlich dann alles wieder neu, ne? Da sind dann teilweise dann auch Leute, die, ja, die nicht zu deinen Bündnispartnern gehören und so weiter. Effektiv ist natürlich, wenn man im Grünen sehr weit laufen muss, um Leute anzugreifen, weil dann ist man, kann man sicher sein, dass man um sich rum im Grünen natürlich die ganzen Bündnispartner hat, ne? Das ist nicht schlecht. Im Eis und in der Wüste und im Feuer werden dann hinterher die Karten neu gewürfelt, ne, Quatsch, die Karten neu gewürfelt, die Würfel neu gewürfelt und die Karten neu gelegt. So. Ja, sieht natürlich sehr putzig aus und klein. Ich glaube, wir können hier mal eben noch eine Burgmauererweiterung machen. Kostet 2, ja, wir haben ja genug im Moment. Zack, so. Können wir noch eine machen? Ja, komm. Zack. Ja, das lassen wir jetzt. Und schon wieder die Steuern. Juhu, ich sag ja, bis jetzt habe ich schon extrem überzogen. Aber ich werde die Folge splitten hier auf jeden Fall. So, schön. Wo haben wir die neuen Türme? Einmal da und einmal hier vorne. Die werde ich dann natürlich
Ja, heute nicht mehr, vielleicht heute Abend, wenn ich dann noch gucken kann oder geradeaus gehen kann, ich weiß es noch nicht, je nachdem, wie feuchtfröhlich dann die Party heute Abend war. 90. Geburtstag ist, ja, ich kann nichts versprechen, dass ich hier heute Abend noch irgendwas zustande bringe. Mal schauen. Ja, hier werde ich dann auch gleich aufräumen, offscreen nach der Burgenfolge. Schön. Wir können uns schon wieder eine Belohnung abholen. Ja, können wir ja gerade ganz gut gebrauchen bei uns in der Hauptburg da. So. Können wir hier noch was tun? Nee, wir könnten uns hier dann auch auf jeden Fall noch eine Verteidigungswerkstatt reinbauen. Also so oder so, ich muss hier wirklich jetzt mal langsam was tun. Ich gehe wohl in Eis jetzt im Moment nicht nach den Quests. Guck mal, gebt Bürgern Arbeit, müssen wir Köhlerei auf Stufe 2 ausbauen. Bringt nur noch 50 Erfahrungspunkte. Ich sag euch Leute, als ich das erste Mal in Eis gegangen bin, da haben mich die Erfahrungspunkte, die ich hier sammeln konnte, fast erschlagen. Genau in Eis und in der Wüste und so, da konntest du richtig durchstarten mit Leveln. Ja, jetzt mittlerweile haben die das ein bisschen gekürzt, hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. So, habt Erbarmen. Dorfstufe 2. Moment, was war das denn jetzt hier? Köhlerei. Ach, ja, jetzt habe ich das verwechselt. Also dies hier ist das Dorf, welches wir dann auf Stufe 2 ausbauen müssen. Ich guck mal eben, was der haben will dafür. Zack. So. 10.000 Münzen. 66.000 Holz und 66.000 Stein. Können wir wieder nur von Eisige Leilani machen? Ja, sollten wir vielleicht irgendwann dann mal mit anfangen, weil dann produziert natürlich auch dann die Köhlerei mehr. Glaube ich zumindest. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich kann ja nochmal eben gucken. Steht jetzt hier nicht. Waren könnt ihr nicht wieder zurücknehmen. Ja, das ist klar. Ja. Gott sei Dank kostet ja mittlerweile nur noch Rohstoffe, das Zeug hier hinzuschicken. Kann ich gleich nochmal eine Lieferung auf den Weg bringen. Ich denke mal, bei uns die Außenposten, die quillen schon wieder über. Ansonsten hätte ich es jetzt in die Alikasse gespendet, aber die quillt auch über. So, dann sind wir erstmal durch hier im Eis. Dann gehen wir mal zu La. So, da steht dann auch das Lager des Alchemisten und das Lager des Nomadenjägers. Hier könnten wir natürlich genauso wie in der Hauptburg die Attribute verbessern. Da, das krallen wir uns. Was sagt die Nahrung? Da geht noch einiges. Dann werden wir jetzt rekrutieren. So viel Kohle haben wir leider nicht mehr. Aber ist nicht schlimm. Oh Gott, stimmt. Hier hatten wir ja alle verloren. Ah, da müssen wir mal hier noch so ein bisschen schneller rekrutieren. Jetzt die Schilder, die werde ich alle machen. So, erstmal 100 Schilder bauen. Was geht denn hier? 936. Da muss ich auf jeden Fall dann auch was hinschicken. Das klappt im Moment, glaube ich, nicht so ganz gut mit den Absprachen. Ah, ne, gar nicht wahr. Ich glaube, das ist der Holzaußenposten, wo ich die Absprachen habe. Geh mal schnell schauen, weil da funstet nämlich, glaube ich, auch. Ja, Dieter, da habe ich genügend Stein, weil ich das geliefert bekomme. Und ich werde auf jeden Fall mal gucken, ob ich da hinten in der Nähe von meinem anderen Außenposten auch ein paar Burgherren anschreiben kann. Dass ich dann mit denen dann Stein dann tauschen kann gegen Holz. Ne? Das wäre natürlich richtig cool. Erstens sparen wir dann eine Menge an Geld, weil das ist ja immer eine Stunde Dauer und an Zeit, weil eine Stunde dauert das. Und das kostet natürlich dann auch mehr Geld, als wenn wir direkt unmittelbar in der Nähe da jemanden haben, mit dem wir dann tauschen können. Ne? Kostet ja dann nicht so viel Geld. Und die Karren sind dann immer nicht so lang unterwegs, ja, und ist auf jeden Fall effektiver. So. Ja, ich habe eine Mail bekommen bei YouTube und da hat mich jemand gefragt, wie ich das gepackt habe, so ein Level 50 bis 70 Außenposten mir hier zu kaschen. Ja, Level 70 war ein bisschen übertrieben. Wäre ich Level 70, wäre der Bergfried ausgebaut auf 4, die Mauern, das Burgtor und die Türme. Ja, einfach Beziehungen habe ich geschrieben. Das war natürlich ein kleines Späßchen, aber ja, du weißt doch, dass ich einen Außenposten hatte ich von Oddi bekommen und einen Außenposten von jemandem von den Kitty Leopards. Ja, deswegen habe ich so gute Außenposten. So, jetzt werde ich versuchen, hier mit allem auf 200 zu kommen. Und wenn ich das geschafft habe, dann werde ich auf jeden Fall so ein bisschen noch Verteidigung machen. Die 6, die können wir ruhig jetzt hier noch reinballern. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie die Verteidigung hier im Moment aussieht. Okay, nee, das lassen wir erstmal so. Das lassen wir erstmal so. Und wenn ich dann 200, 200, 200 habe, dann werde ich mir richtig schön viele Feuerpfeile und so hier reinhauen. Und ja, dann werden wir mal schauen. Graben. Ja, da haben wir die angespitzten Flöcke drin im Moment. Das ist ganz cool. Verzeiht mir, dass meine Spülmaschine jetzt gerade da hinten in den Gang geht. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. So. Gut, hier sind wir auch durch. Hier können wir ja nicht viel machen. Ah, ne, warte mal. Ne, genau. So, Holzfäller auch nicht ab Level 29. Ja, hier haben wir im Moment nichts zu tun. Hier hatte ich die Farmhäuser einen hochgebaut, weil es ja ging dann.
Genau. Gib mir das Holz. Ich will das Holz haben. Nein, gib mir. Nee, nicht gekriegt. Okay, dann mal ab zu. Oh, sind wir schon durch? Ja, das war Lay. Okay. Dann mal eben kurz nochmal zu Epic Leilani. So. Ja. 6 Stunden 22. Guckt euch den Forscherturm an. Der ist so toll. Habe ich denn sonst noch irgendwas zu sagen? Ach, da oben sind die Streithähne wieder. Die können wir ja jetzt auch. Ich lasse die manchmal, weil wenn ich hier oben voll habe, bringt es nichts mehr, das hier abzugreifen. Da wollen wir das Holz haben. So, schön. Ja, da lacht er, der Gute. Ja gut, wenn nichts nicht mehr zu sagen gibt. Ach so, noch eine Sache. Genau, fällt mir gerade siedendheiß ein, weil ich drauf gucke, weil ich mir es hier aufgeschrieben habe. Ich wurde gefragt, ob ich die Mails mal öfter vorlesen kann, die ich bekomme. Also das tue ich ja ab und zu. Ich lese mir ja eigentlich grundsätzlich immer, bevor ich die Aufnahme starte, die Mails hier durch. Und ja, eigentlich tue ich das, aber ich bekomme auch super viele von Bündnispartnern, von Allianzmitgliedern, die also nicht für dieses Let's Play hier bestimmt sind. Und deswegen habe ich mir das jetzt so angewöhnt, dass ich mir die Mails vorher durchlese. Und wenn irgendwas Relevantes oder so ist, dann komme ich darauf zurück. Ich habe ja, wie gesagt, hier vor mir immer mein schlaues Büchlein liegen. Dann notiere ich mir die Sachen vorher. Bereite natürlich meine Let's Plays meistens jedenfalls immer vor. Manchmal kommt das hier ganz spontan. Gestern Abend waren wir hier zum Beispiel mit einer Mädelsklicke. Haben wir hier mit ein paar Leuten haben wir hier im TS rumgehangen und haben ein bisschen Minecraft gezockt. Wir machen uns da eine schicke Welt, eine Mädelswelt, ne? Und ja, dann haben wir ganz spontan gesagt, komm, ich hatte mir ein Weinchen getrunken, also ich vertrage nämlich keinen Alkohol und habe dann schon so einen leichten Schwips gehabt. Und auf einmal, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber auf einmal haben wir drei gelacht, dass uns die Pisse aus den Augen gekommen ist. Und dann hat irgendjemand, ich glaube, ich war das, hat dann im Scherz gesagt, so, und jetzt starte ich die Aufnahme, jetzt nehmen wir eine Folge Katzenberger auf. Ich sag euch, wir haben es nicht getan, weil ich hätte das selbst nach einem Wein überhaupt nicht mehr hingekriegt, die ganzen Sachen zu starten da. Wie gesagt, ich vertrag nix. Und ey, ich sag euch, das wäre was gewesen, ey, wenn das so spontan gekommen wäre. Wahnsinn. Ich glaube, wir hätten nur gegackert. Die hätte sie eh nicht raushauen können, weil ihr eh nichts verstanden hättet. So. Gut, meine Lieben. Mit diesen Worten verabschiede ich mich für die Folge. Ich denke mal, jetzt mittlerweile werden wir schon in der zweiten Folge gewesen sein. Ich hau jetzt keine 30-Minuten-Folgen mehr raus. Das dauert mir einfach zu lange mit dem Bearbeiten und so. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, eine schöne weitere. Oder nee, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, kann ich ja jetzt sagen, weil die wird ja dann für Freitag sein. Wie gesagt, ein paar Sachen mache ich offscreen. Ich verabschiede mich von euch. Bis dann. Arrivederci. Ciao, ciao.